Und damit, meine lieben Leute, wieder Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ist hier irgendwie langweilig, Crash? Ja, was ich übrigens nie vorgelesen habe, ist das Ja oben. Und zwar Friedenfälle. Friedenfälle, okay. 1402, ja. Wirbeltiere. Okay. Ja, gute Nacht. Was haben wir das letzte Mal als Crash noch gespielt? Ich bin mir gerade unsicher. Naja. Wir spielen jedenfalls mal als Crash weiter. Hä? Wieso wurde du gerade angezeigt als Verbindungsstatistik, also wegen Internet? Wo ist die nächste Maske? Nicht hier. Wenn die Spinner nicht die Realität löchern würden, könnten wir selbst Spalte öffnen. Bis dahin nehmen wir die Umleitung. Aber ich spüre einen Spalt ganz in der Nähe. Freunde, ich habe ein lustiges Spielchen für euch. Ich belohne schlaue Beuteldachse, die mein Testgelände erreichen. Aber zuerst werdet ihr meine tödlich teuflichen Schöpfungen besiegen müssen. Okay. Okay, zurücklaufen können wir übrigens nicht. Ah ja, im Crash Bandicoot Titans. Und übrigens auch Herrscher der, der Ding. Wie auch immer es hieß, dort gab es Leben. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch, wieso ich Crash Titans angenehmer fand. Weil es dort halt eine Lebensanzeige gab. Aber übrigens sind das wirklich zwei unterschiedliche Spiele. Ich glaube, es hieß Herrscher des irgendwas. Sonst. Ich hoffe, er kann es hier einblenden. Das sind jedenfalls hier der Cutter. Es sind zwei unterschiedliche Spiele. Ich dachte, es wären einfach von der Anzeige immer was anderes. Also das heißt, dass bei einem einfach die Story etwas billiger angezeigt worden wäre. Aber es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Spiele, die zwar ein bisschen aufeinander zugreifen. Okay, ich kann nicht ins Wasser. Ah. Oh, was seid denn ihr? Oh, das war aber knapp. Was wollen die genau? Okay. Erinnert leicht an Crash Titan, wobei dort eben... Das ist ein bisschen anders. Was? Vorsicht. Oha. Naja. Also vor TNT müssen wir uns in Acht nehmen.
Ja, wunderbar. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Weil zurück ging da nicht. Ich hatte das Gefühl aber, dass da noch irgendwo im Hintergrund noch was weiteres ist. Ah, genau. Oha. Na gut. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Dinge einsammelt, aber ich glaube, da muss man das entsprechende getan haben. Ja, das ist leider etwas, das er uns auffressen will. So. Ich hätte ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was der da wollte. Ah, okay. Was passiert denn hier? Okay, geht's da noch weiter? Man könnte theoretisch. Aha. Und jetzt da nach oben, gut. Ist da vielleicht noch was? Ne. Ich hatte eigentlich ein Thema, aber vielleicht kommt das auch erst im nächsten Part. Mal schauen. Das ist sehr... Halt die Frage von dem... Oh. Wunderbar. Hey, ich hab ihn doch geschlagen. So. Ich weiß ehrlich gesagt, die Fähigkeit hier, weiß ich gar nicht, ob die gut ist. Oha. Ja, wunderbar. Von beiden Richtungen angegriffen zu werden, ist auch nicht gerade lustig. Ah, die Dinger kann man zerstören. Das wollte ich eigentlich vorhin schon wissen. Okay, wir haben hier einen Checkpoint. Das note ich immer an dir. Dein wissenschaftliches Interesse. Die Einheimischen weigern sich. Spricht man alles. Ah, ein bisschen zu weit. Ey, schon 12 mal gestorben. Genau das ist das Problem. Man weiß gar nicht, wie weit man eigentlich fliegt. Ja, das ist zu wenig weit. Eigentlich, sobald der Punkt da unten auf so einer Plattform angezeigt wird, dann weiß man, man ist eigentlich mehr oder weniger schon zu weit. Okay. Ah, endlich. Ein komisches Tor. Wo führt das hin? Nirgends so. Okay. Ich will dich irgendwann im Leben
Lebensversuche. Oh, ein Bonuslevel, sehr schön. Macht ja immer sehr viel Spaß. Okay. Bin dir schon übertrieben. Befeuert an. Tja. Ich wüsste nicht mal, wie man beim Oberen hochkommt. Sieht nach einer Katastrophe aus, ja. Das Bonuslevel. Ich meine, soll mir mal jemand erklären, wie man das hinbekommt, wenn man die Kisten kaputt kriegt, aber nicht alle. Ja, so geht es natürlich auch. Ja gut, mehr kriege ich nicht hin. Also ich wüsste nicht, wie ich die hinkriegen sollte. Ja, wunderbar. Wieder diese Feuerkisten. Oh, TNT-Kisten. Ein schweres Level. Okay. Ach, wenn ich die Wirbelattacke mache, wird er auch zurückgeschleudert. Jetzt ist ein Checkpoint. Nice. Danke schön. Spiel. Ich merke manchmal, dass es mir zu schwer ist, wenn ich zu viel sterbe. Ah, ich habe Zeit auf dem Ding, also. Sollte ich mir auch die Zeit lassen. Ach, das ist kurz vor Ende gewesen. Ja, wunderbar. Übrigens habe ich mal nachgeschaut, wie viele Maps es überhaupt gibt. 10 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Also solche Welten hier, ne? An dem hatte ich's. Ah, stimmt, dann können wir als hier vielleicht nochmal kurz eine Welt spielen. Ja, es dauert eigentlich noch 3 Minuten, bis die 20 um wären. Aber wir spielen hier noch ein komplettes. Also für mich jedenfalls wären die 20 Minuten dann um. Ich denke, beim Schneiden ergibt sich das natürlich, dass es etwas kürzer ist, deswegen, ja. Vielleicht gibt es so durch einen etwas längeren Part. Erinnert an Neo Nippon, aber ohne Kaiju Tanuki. Es ist immer so komisch, wenn ich hier mit L2 drücke. Es fühlt sich so streng an,
das, was Beate mag, wo man einstellen kann bei den Spielen halt. Okay, ich habe schon gesehen, dass da hinten noch eine Kiste war, aber ja. Ist ja auch egal, wenn ich nicht jede Kiste mitnehme. Ah, ich kann mal die Kiste auch nicht heran. Dann sollte ich die Kiste halt mal nicht nehmen. Naja, auf ein neues. Wo war die Kiste hier? Okay, da war auch eine Kiste. Kann ich aber auch von hier aus noch nehmen. Wie komme ich denn bitte? Ah, okay. Erster Checkpoint. Nice. Ich komme da gerade nicht hoch. Ich weiß auch nicht. Ah, jetzt habe ich gesehen, da oben ist eine goldene Wumperfrucht. Aber da ist hoffentlich nichts oben. Genau. Ah, nochmal eine goldene. Sehr schön. Ich weiß nicht, was sie da genau anvisiert, aber nicht das, was sie sollte. Ah, ein bisschen Zeit lassen. Oh! Deswegen wurde das Tor aufgeschossen. Weil sie uns geholfen hat. Das Lustige ist einfach immer, dass es immer ein bisschen anders ist, die Passage. Aber die war ja vorhin schon genügend schwer. Oh, noch mehr TNT-Fässer. Ist da wieder oben etwas? Ne. Ah, dafür sind die Fässer dort. Kann man auch die Dinger kaputt machen? Okay, kann man nicht. Ups! Sehr schön. Die Passage fand ich ja schwer. Oh, ich hatte keinen Sprung mehr, weil ich gerade beide genutzt habe. Wunderbar.
Sehr Konzentration hier. Unsere Konzentration. Aber hier kein Checkpoint, das ist echt nervig. Nochmal ein Bonus-Level. Mal schauen, ob das dasselbe ist. Sieht nach dem... Nee, sieht's nicht. Und wie genau soll das funktionieren? Naja, es gibt definitiv einen längeren Pfad. Aber das soll es doch auch mal geben. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich da... Ah! Aber dann weiß ich nicht, wie ich zurückkomme. Jetzt gibt es ja überall eine Kiste, aber nur eine. Also, naja. Ja, wenigstens hier wieder ein Checkpoint. Ja, wunderbar. Jetzt gibt's ein Nitro-Fässer. Deswegen Crash Titans hat mir mehr gefallen oder gefällt mir definitiv mehr, weil es halt einfach das Spiel ist, wo man Leben hat. Eine Lebensanzeige. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wie so viele Crash Titans nicht gerne hatten. Weil es halt ein komplett anderes Feeling hatte. Endlich mal ein Checkpoint hier. Okay. Wieso nicht schon am Anfang? Er bewegt sich übrigens immer leicht, wenn er diese Attacke hier macht. Naja. Liebe Leute, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Danke, wart ihr wieder mit dabei. Und habt einen schönen Tag, macht's gut. Genießt das Wetter auch, wenn es mal regnet. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Crash Bandicoot 4, It's About Time. Also, tschüss.